Hallo, ich bin Carsten in Hasselfelde. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin heute im Bereich der Hasselvorsperre unterwegs. Drei Stempel will ich sammeln. Die Nummern, die fallen mir jetzt gerade nicht ein. Kann ich ja mal eben einblenden. Ja, hab es endlich mal wieder geschafft, in Harz zu fahren. Ja, und ist arschkalt. Naja, arschkalt ist relativ. Aber wenn man das erste Mal sein Auto freikratzen muss nach dem Sommer, Sommer in Anführungsstrichen, dann ist es schon kalt. Ja, die Tour habe ich selbst geplant auf Komoot. Werde ich mal unterm Video verlinken, falls es eine interessante Tour wird. Ja, ich habe an so einem Wanderparkplatz geparkt. Da würde man fast nicht mehr denken, dass da noch einer ist, aber da ist noch einer. Also die Straße war da schon zu Ende, dann ging es aber doch noch ein bisschen weiter. Um die Rappbode-Talsperre herum gibt es einige Vorsperren und dies hier ist meines Wissens eine davon. Ja, der erste frostige Wandermorgen. Ich freue mich immer über Jahreszeiten, die gerade anfangen. Jetzt, wo ich die Bank hier vorne sehe, fällt mir ein, was ich zu Hause vergessen habe. Ich habe gar kein Sitzkissen dabei. Naja. Ist ja schönes Wetter. Gehen wir mal davon aus, dass die Bänke recht schnell abtrocknen heute. Und in den nächsten Tagen, die ich noch hier bin. Ja, jetzt habe ich tatsächlich auch die letzte Dead Cat verloren. Ich hatte mal vier, mittlerweile habe ich gar keinen mehr. Das ist Katastrophe. Die Dinger, die halten einfach nicht an den Mikrofon. Was Rode sich da hat einfallen lassen, keine Ahnung. Schwachsinn. Ich werde mal gucken, dass ich mir hier solche Dinger nochmal besorge. Die werden mit Klett aufgeklebt und die funktionieren auch ganz gut, weil das ist doch Mist. Und ich glaube, wenn du zwei Stück kaufst, kosten die 14 Euro oder so. Also, ne, da lasse ich mir was anderes einfallen. Ja, hier an der Staumauer
ist dann jetzt der erste Stempelkasten, Stempelstelle 53, Hasselvorsperre. Ja, nachdem ich die Staumauer überquert habe, geht es jetzt hier erstmal weiter. Und auch hier, wie an so vielen Stellen im Harz, stehen nicht mehr allzu viele Bäume. Ach so, der nächste Stempel sollte der Stempel 52 Trageburg sein. Tragburg werden wir gleich sehen. Ja, mittlerweile habe ich meinen Pulli schon ausgezogen. Ist doch jetzt, wenn man in der Sonne wandert und bergauf, schön warm. Ja, von hier aus hat man einen schönen Blick in den Harz. Vor mir links der Wurmberg und rechts der Brocken. Ich möchte nicht wissen, was da oben auf Wurmberg und Brocken heute los ist, bei dem schönen Wetter. Sonntag, Sommerferien, Herbstferien. Der Sommer ist vorbei. Wobei, jetzt in den Herbstferien haben wir bald schöneres Wetter als in den Sommerferien. Nur die Temperaturen, die sind anders. Verdammt viel Holz liegt hier rum. Ja, noch eine Rappode Vorsperre. Ja, Talsperren werden wir heute so einige sehen. Staumauern, denke ich mal. So, aber Tragburg ist tatsächlich nicht der nächste Stempel. Also Stempel 52, das ist der übernächste. Jetzt gibt es erst Stempel 56. Ja, stand gerade ein Schild. 300 Meter Stempelstelle Rappbodeblick. Ja, da hinten ist jetzt der Stempel Rappbodeblick. Oh, da sind jede Menge Leute. Da gehe ich dann ohne Kamera hin. Ja, ich bin jetzt hier auch auf dem Hexenstieg unterwegs. Und zwar auf der südlichen Route der Brockenumgehung. Also man muss nicht unbedingt über den Brocken laufen, wenn man den Hexenstieg geht. Da gibt es ja auch noch einen Weg weiter südlich. So, Stempel Tragburg, Stempelstelle 52,
ist hier eine Schutzhütte. Dass hier so viele Bäume fehlen, naja, das hat irgendwie auch irgendwie so ein Für und Wider. Für und Wider für die Optik, meine ich. Weil dann hätte man nicht so einen schönen Ausblick. Aber es ist schön, aber könnte man den See da unten nicht so sehen. So, wo geht's denn als nächstes hin? Ja, die geplanten Stempel für heute habe ich im Sack. Die drei. Muss ich mal gucken, was ich mit dem Rest des Tages noch anfange. Aber erstmal muss ich ja noch mal wieder zurücklaufen. Aber ich habe da auch schon eine Idee. Ja, ich bin jetzt an der Hasselvorsperre wieder zurück, auf der anderen Seite quasi. Ja, jetzt laufe ich an ihr entlang wieder zurück zu meinem Auto. Hier auf dieser Seite der Talsperre ist der Weg ziemlich naturbelassen. Aber jetzt hätte ich ganz gerne auch mal eine Bank oder einen trockenen Baumstamm. Ich hätte jetzt mal Bock auf ein Päuschen. Ja, irgendwie mit den ganzen fehlenden Bäumen hat man gar nicht so wirklich den Eindruck, im Harz unterwegs zu sein. Ja, manchmal ist die Gegend schon fast heideartig. Interessant. Ja, da hinten, wo das eine weiße Auto parkt, da hinten steht auch irgendwo mein Auto. Bin also jetzt gleich am Auto wieder zurück. Ja, war eine schöne Runde. Ich weiß jetzt gar nicht. Moment, ich guck mal. Ja, 14 Kilometer ungefähr. Also nichts Wildes. Aber bin, was Wandern angeht, ja auch ein bisschen außer Übung. Von daher wollte ich jetzt nicht 20 Kilometer oder so machen. Bringt dann ja auch nichts, wenn ich es nicht gewohnt bin. Ende vom Winter sieht es dann wieder anders aus. Dann bin ich auch wieder weitere Strecken gewohnt. Ja, wie gesagt, gleich am Auto zurück. Ich werde mir jetzt gleich noch bei der Harzköhlerei den Stempel holen. Aber da nehme ich euch nicht mit. Ja, und dann werde ich da an der Harzköhlerei mal gucken. Ein bisschen was essen. Vielleicht auch nur einen Kuchen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.